Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Trine 2 Angriff der Goblins. Und ja, wir stecken immer noch in dem riesigen Dune-Wurm fest. Das mir irgendwie gar nicht so passt. Jetzt müssen wir auch seinen kleinen Wurm-Babys umhüpfen, um da oben hinzukommen. Ja, so geht das auch. So, da hoch, dann können wir noch... Naja. Das hätte klappen können. Nein, nicht in den Sturm rutschen. Ich würde gerne da hoch, an das Ding ran. Aber scheint mir verwehrt zu sein. Deswegen springen wir einfach darüber und gehen weiter. Naja, ich wollte gerade sagen, das sieht so wieder nach irgendeinem Kampfgebiet aus. Oh, die können mir folgen. Sterben. Ab in die Säure mit euch. Elendigen Büchern. Genau, sterbt. Ich sagte, sterbe, du wachst aus der Erde. Oder aus dem Schleim. So ein Stufenaufstieg. Was machen wir mit einem Punkt? Monster schweben lassen, ja. Warum nicht? So, jetzt brauchen wir erstmal etwas Heilung. Würde ich mir denken. So, Dankeschön. So, jetzt muss ich da oben irgendwie reinkommen. Na, so klappt das nicht. Ich kann ja schlecht das Ding hier anheben wahrscheinlich. Na, noch eine Kiste muss es sein. Gut. Das bricht zusammen. Schön hier geblieben. Na, wenigstens einen habe ich gekriegt. Ich glaube, ich kümmere mich auch gar nicht mehr so sehr um die Erfahrung, die es hier zu holen gibt, weil fähigkeitenmäßig habe ich, glaube ich, so gut wie alles, was ich brauche. Und das, was ich noch an Erfahrungspunkten kriege durch Gegner und was ich so einsammeln kann. Aua. Ja, das dürfte reichen, um noch ein paar Fähigkeiten freizuschalten. Die ich brauche, habe ich ja jetzt eigentlich. So. Die Helden sind an einem Becken aus Magensäure angelangt. Na, ob ich mich hier wohlfühle? Das ganze Ding besteht eigentlich aus Magensäure. Ah, oh, da oben ist eine Truhe. Ja, Truhen sind schön. Ich kann nicht so runterbiegen, hä? Das bringt mir herzlich wenig. So.
Kann ich hier nicht eben schießen? Ja, kann ich. Gut. Ah, nein. Mist. So. Auf den Ritter wechseln. Das hat auch nichts gebracht. Aber ich sehe gerade da unten sein Rohr mit. Ja toll, das bringt auch gar nichts. Wow, wie auch immer ich das jetzt geschafft habe. Ah nein, ich wollte nicht wieder da runter. Wie bitteschön kommt man da rüber? Hm? Nein, so kommt man definitiv nicht darüber. Und so kommt man da auch nicht lang. Boah, das war knapp. Oder Magier. Ja, so war das genau. Hier drauf kann man rumlaufen. Was macht das? Ah ja. Warum zum Teufel ist hier, zur Hölle ist hier ein Segelrad drin? Okay, wir haben gerade wohl was kaputt gemacht. Oh nein, warum kocht das denn? Was haben wir getan? Und so beschloss der Wurm, sich des Mahls zu entledigen, das ihm so auf den Magen geschlagen war. Okay, so kommen wir dann wieder raus. Dem riesigen Sandwurm entkommen, berieten Amadeus, Pontius und Soja, was nun zu tun sei. Na los, weiter! Wir müssen Margaret finden! Wer weiß, was sie ihr alles antun. Amadeus litt Qualen, als er sich ausmalte, was die Kobolde mit seiner Gemahlin anstellen würden. Da der Trine noch immer verschollen war, mussten sie Margaret wohl oder übel allein finden. Tja, wo sind wir jetzt gelandet? Das sieht wieder so schön eisig aus. Ah, frische, kühle Luft, herrlich. Nein, es sieht eher herbstlich aus. König Whis soll nun wohl auf den Wolkeninseln wohnen. Warum sind wir nicht da? Wir frieren hier und suchen nach Blundausmetall. Es ist für die Maschine, die die Menschen vernichtet. Was? Wer ist da? Okay, ich würde sagen, in dem herbstlichen oder winterlichen, eine Mischung aus beidem, gefällt mir eigentlich recht gut, ist auf jeden Fall angenehmer als der Wurm gerade eben. Sehen wir uns in der nächsten Folge um. Also, bis dann.